Hallo und herzlich willkommen zu helfereinsatz.ch. Heute gibt es ein kurzes Update von der Reporting Front. Und zwar haben wir die Reports ein bisschen angepasst. Ich gehe hier schnell auf einen Blog-Eintrag, das ist gerade der Blog-Eintrag, den wir gerade heute erfasst haben, verweisen. Da hat es nämlich ein Bild drin, wie wir vorhin Reports gemacht haben. Reports haben wir vorhin gemacht, indem wir meistens Gruppen oder Events schön gruppiert haben. Das hat aber einen grossen Nachteil, ihr könnt die Reports nicht filtern. Darum sind wir übergegangen und die neuen Reports sehen jetzt alle so aus. Eine Gruppe, alles in einer Tabelle, alles ein Kopfziele. Dafür könnt ihr wunderbar filtern. Wenn ihr die Reports machen wollt, ihr findet die am gewohnten Ort, im Backend, in der Administration, da unter Reporting. Da könnt ihr auf jeden Report klicken und für das Video habe ich jetzt ein paar Reports vorbereitet. Ich schalte schnell über ins Excel. Da haben wir jetzt einen neuen Event-Report. Ihr seht gerade sofort, die Events sind nicht mehr voneinander abgesetzt. Wir haben nur noch ein Ziel oben. Und der grosse Vorteil ist jetzt, dass ich die ganzen Daten filtern kann. Genau. Ich richte mal einen Filter einrichten und ich kann jetzt da sofort jedes Event filtern, das ich will. Ich kann nach jedem Datum filtern. Ich könnte auch sagen, okay, ich will nur die Events haben, die in der Mehrzweckhalle sind. So. Voilà, und bereits sind die Events sortiert. Auch noch etwas Neues ist, ich werde schauen, ob das richtig funktioniert hat. Wenn ihr einen Expert-Account habt, dann kann man neu nach Bereich filtern. Jetzt habe ich hier den Bereich nicht im Filter drin. Ich muss den Filter nochmal neu setzen. Dann könnt ihr auch sagen, okay, ich will nur alle Events aus dem Bereich Gastronomie. Und wenn ihr natürlich mehr Bereiche habt, dann funktioniert das auch. Wir machen noch ein zweites Beispiel. Wir haben hier noch den Report von der Gruppe. Da haben wir genau das Gleiche. Auch da gibt es zuvorderst den Bereich. Das gilt aber nur für den Expert-Account und wenn ihr Bereich aktiv habt. Alles ist jetzt in einer Tabelle drin. Ihr könnt wunderbar einen Filter setzen. Und jetzt könnt ihr ja einfach beispielsweise sagen, okay, ich will jetzt nur noch eine Gruppe sehen. Und voilà, habt ihr nur noch diese Gruppe. Wir sind der Überzeugung, dass die neue Reporting-Art und Weise euer Leben vereinfachen wird und sind gespannt auf euer Feedback. Viel Spass mit helfereinsatz.ch.